Ein kurzer Risus Paschalis, ein Witz zum Osterlachen noch zum Abschluss. Es ist wieder mal Osternacht im Passauer Dom und der Bischof will anders als sonst, dass alle 7 Lesungen aus dem Alten Testament gelesen werden. Und dann sucht er sich auch noch dazwischen, zwischen den Lesungen, die längsten Musikstücke aus, die zwar wie immer wunderbar vorgetragen werden, aber das Ganze zirkt sie. Und es ist schon spät in der Nacht und die Leute kämpfen. Und dann setzt der Bischof noch einen drauf, er neigt da eh zur eher länglichen Predigt, gell, und legt eine ganz lange Predigt hin. Und so kämpfen sich dann alle durch die Nacht in großer Müdigkeit. Die Messe ist dann irgendwann vorbei, so große Osterfreude will nicht aufkommen. Der liturgische Zug zieht in die Sakristei, die Messe ist vorbei. Die Ministrantin Kathi fasst sich ein Herz und sagt, Herr Bischof, wissen Sie, was eine Maus und eine lange Predigt gemeinsam haben? Na, Kathi, beide sind für die Katz.